Buchten mit türkisblauem Wasser laden zur Erfrischung ein. Ibiza Stadt begeistert mit einem historischen Kern, der zum UNESCO-Welterbe zählt. Die engen Gassen wirken einfach und ursprünglich, doch tatsächlich sind Immobilien hier kaum zu bezahlen. Entsprechend das Bild im Stadthafen von Ibiza. Megajachten, soweit das Auge reicht. Luxustourismus boomt auf der Insel. Der berühmte Nikki Beach Club aus Miami hat gerade erst einen Ableger hier eröffnet. Bei Champagner und DJ-Musik kann man einen Tag lang eintauchen in die Welt der Reichen und Schönen. Was Ibiza so besonders macht, ist, dass hier gleichzeitig reiche Leute Urlaub machen, aber auch normale Menschen, die einfach die Insel genießen wollen. Diese Mischung macht Ibiza zu dem, was es ist. Das ist auch gut im Landesinneren zu erkennen. In Bergdörfern wie Santa Gertrudis de Frutera ist der Jetset noch weit entfernt. Die Bar Costa ist seit 5 Jahrzehnten eine Institution. Hier treffen Einheimische auf Touristen. Zu kalten Tapas und Iberico-Schinken, für den Spanien berühmt ist. Pepe Ruiz führt das Familienrestaurant in dritter Generation. Hier im Zentrum der Insel geht es beschaulicher zu als in den großen Touristenzentren. Hier gibt es vor allem Restaurants und Bars. Es passiert nichts Außergewöhnliches, es gibt keine Probleme. Viele kommen hierher, weil ihnen diese Ruhe gefällt, fernab des Massentourismus. Y gusta bastante a la gente. Viene mucha gente porque le gusta esta tranquilidad. Doch die Ruhe ist nicht jedermanns Sache. Am größten Strand der Insel, der Playa d'Ambossa, werben Animateure für die kommende Nacht. Ibiza ist berühmt für den Party-Jet-Set und er wartet mit Superlativen auf. Hier gibt es einige der größten Diskotheken der Welt. Deren Werbung ist überall sichtbar. Das Pascha fasst 4000 Gäste und zählt damit zu den kleineren Diskotheken. Weltbekannt ist der Club trotzdem und erhält Ableger in 11 Ländern. Der Berliner Elektromusiker Fritz Kalkbrenner tritt hier regelmäßig auf. Er schätzt die vielen Partys auf der Insel. Das große Heilsversprechen ist ja, dass die Party hier überhaupt nicht endet. Es ist sowieso entgrenzt. Die Unterscheidung zwischen Unterwochentagen und Wochenendtagen ist vollkommen bedeutungslos, weil das hier an jedem Tag stattfindet. Und somit sind sozusagen alle gesellschaftlichen Konventionen, da gehe ich arbeiten, da gehe ich nicht arbeiten, finden hier eh überhaupt nicht statt. Und daher, das macht das ja so obskur. Von all dem will man hier nichts wissen. Auf dem wöchentlichen Hippie-Markt Las Dalias scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Seit fast 30 Jahren begeben sich jeden Samstag Tausende auf die Spuren der Hippies. Sie waren in den 1960ern die ersten, die Ibiza für sich entdeckten. Hier im Norden der Insel versuchen wir, das Erbe der Hippies zu bewahren. Ich finde, es ist das Wichtigste, was wir hier haben. Und die Menschen identifizieren sich damit sehr stark. Wir leben von diesem Erbe und müssen es daher auch pflegen. Mehrere hundert Familien bestreiten ihren Lebensunterhalt ausschließlich vom Hippie-Markt, auf dem sie selbstgemachte Kunst und Handwerk verkaufen. So auch die 75-jährige Mora Schröder, die vor 50 Jahren aus Deutschland nach Ibiza kam und heute gehäkelte Kleider verkauft. Auf dem Hippie-Markt ist sie eine kleine Berühmtheit. Ja, die Freiheit, die wir hier alle haben, ob jung oder alt, und die meisten Jungen hier, so ganz schöne Mädchen, die sagen alle, sie wollen mal, wenn sie so alt sind wie ich sein und so. Das gibt einem halt was als 75-Jährige. Das baut einem auf und da fühle ich mich dazugehörig und nicht irgendwie wie eine Oma abgestempelt. Auch hier ist die Hippie-Kultur bis heute noch lebendig. In der Cala Beniras treffen sich jeden Sonntagabend Alt- und Neu-Hippies, um in den Sonnenuntergang zu trommeln. In der sonst ruhigen Bucht wird dann noch bis tief in die Nacht gefeiert und getanzt.